Ja, ganz klar. Jung und jetzt! Ich bin der David Fachseli. Jung und jetzt! Hallo zusammen, ich bin der David Rachsel, ich bin 26-jährig, ich bin Präsident von der jungen SVP Schweiz. Ich bin als Treuhänder tätig und neu sitze ich für die SVP im Grossen Rot von Basel. Und heisst Ja. Also, ein Nein ist ein Nein. Und ein Ja ist ein Ja. Okay, tipptopp, das passt ja. Ich bin in der SVP, weil die andere Partei, die Politik der anderen Parteien führt also mehr dazu, dass die Schweiz zu Mittelmass wird. Ich will aber eine Schweiz, die top ist. Und die SVP formuliert halt eine Vision, wie das Erfolgsmodell der Schweiz auch weitergeführt werden kann und wie die Schweiz auch in Zukunft nicht nur Mittelmass, sondern eben top ist. Demonstrationen sind wichtig für die Demokratie. Nein. Demonstrationen sind einfach ein Mittel, das dann genutzt werden sollte, wenn alle anderen demokratischen Mittel versagt haben. Aber viel wichtiger wäre es, dass man in einem Land eine funktionierende Demokratie hat, dass die Bevölkerung einbezogen wird und dass es gar nicht erst so weit muss kommen muss, dass man demonstrieren muss. Also eigentlich, wenn es zur Demonstration kommt von grossen Kreisen, dann ist ja irgendwie schon mal etwas falsch gelaufen. Prime News. Das ist die Abwahl von Christoph Bloch aus dem Bundesrat. Das ist noch lustig, ich bin dort mit meinem Vater im Auto gesessen. Ich war dort etwa 12-jährig. Und dann alle von diesem Bloch geredet. Sie haben sich wahnsinnig gefreut, so von den Jungen. Und dann habe ich meinen Vater gefragt, du, Papi, der Bloch, ist der gut? Und dann hat er gesagt, ja, ja, ich würde schon sagen. Und seitdem bin ich der Meinung, dass der Bloch gut ist. Und ich habe jetzt auch genug Zeit gehabt, um herauszufinden, dass er tatsächlich sehr gut ist. Also ein riesiges Problem, das wir in Basel sicher haben, ist das Bildungsniveau. Wir haben das schweizweit niedrigste Bildungsniveau in Basel. Und da müssen wir unbedingt etwas ändern. Die linken Bildungsreformen von den letzten Jahren, Jahrzehnten haben es nicht gebracht. Also müssen wir neue bürgerliche Ansätze finden, um das Bildungsniveau wieder aus dem Keller zu kriegen in Basel. Hallauer Recht schlägt Bundesrecht. Nein, tendenziell. Also das Hallauerrecht muss irgendwie aus dem Bundesrecht rauskommen, im weitesten Sinn. Oder? Also es sollte sicher nicht in einem Konflikt stehen. Aber ich kenne jetzt die Problematik gerade nicht.